Hallo, ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung von Schattauer. Was ist das hier? Ich bin angekommen im Kapitel 4 Führungskräfte und Antisozialität. Das ist geschrieben worden von Gerhard Dammann und es geht um White Collar Criminals. Das ist der Abschnitt 3. 4.3 White Collar Criminals. Kriminalität kann nicht einfach auf Persönlichkeitspathologie reduziert werden, sondern stellt eine eigene nebengeordnete Kategorie dar. Nach Shapiro betonte aus einer soziologischen Perspektive, dass Wirtschaftskriminalität in Klammern White Collar Crime, Klammer zu, nicht mit bestimmten Persönlichkeitszügen korreliert sei. Aus heutiger Sicht finden wir jedoch empirische Hinweise, dass, in Klammern neben dem Alter, Klammer zu, narzisstische und antisoziale Züge bei dieser Gruppe von Straftätern vermehrt vorkommen. Collins und Schmidt führten eine der ersten größeren empirischen Studien zu diesem Themengebiet durch. Ziel war es, zwischen den Persönlichkeitseigenschaften von straffällig gewordenen und unauffälligen Wirtschaftsleuten zu differenzieren. Dafür wurden 365 im Gefängnis einsitzende Wirtschaftskriminelle mit einer ähnlich großen Gruppe von Führungskräften verglichen. Die Autoren fassen ihre Ergebnisse wie folgt zusammen. Zitat Anfang. Täter weisen eine erhöhte Neigung zu Verantwortungslosigkeit, Schwächen bei der Zuverlässigkeit und Missachtung von Regeln und sozialen Normen auf. Die Studie zeigt, dass es deutliche und messbare Unterschiede zwischen Wirtschaftskriminellen und Nichttätern gibt und dass das Hauptkonstrukt zur Beschreibung der Unterschiede die soziale Gewissenhaftigkeit darstellt. Und das ist erschienen bei, Zitat Ende, bei Collins und Schmidt 93 auf der Seite 295. Unklar erscheint der Befund von Blickle, Schlegel und anderen, dass White-Collar-Criminals höhere Werte in der, in Klammern, Big Five, Gewissenhaftigkeit aufweisen. Möglicherweise ist dabei die Kombination aus hoher Gewissenhaftigkeit, in Klammern im Sinne von Genauigkeit und Überlegtheit, Klammer zu, und geringer Integrität, wie sie Collins und Schmidt fanden, entscheidend. Mit dem Thema des pathologischen Narzissmus im Bereich der Führung haben sich zahlreiche Autoren auseinandergesetzt. Hier werden aufgeführt Dammann, Keats, de Vries und Miller, Lubitz, Rosenthal und Pietinski, und dann geht es weiter. Volkan geht davon aus, dass narzisstische Züge für erfolgreiche Führung geradezu notwendig sind. Hogan und Hogan vermuten, dass die narzisstischen Persönlichkeitszüge umso stärker ausgeprägt sind, je höher die Gefahr von Wirtschaftskriminalität sei. Zur sogenannten White-Collar-Kriminalität findet sich bei Geis, Meyer und Salinger, Green, Knecht, Lieb oder Shover and Wright. Zur Psychopathie bei den sogenannten White-Collar-Criminals siehe auch Knecht. So, es geht weiter mit forensische Wirtschaftspsychologie. Tschüss.